Also ich bin Tanita Estermann, bin 51. Wir sind hier auf dem Gutsbetrieb vom Schweizer Paraplegikerzentrum. Wir sind seit 10 Jahren zu Pacht und seit 26 Jahren auf dem Betrieb. Wir haben 3 Kinder, 25, 21 und 17. Und die Älteste ist ausgezogen. Die 2 Buben sind noch daheim. Beruflich bin ich Bauernfrau hauptsächlich. Und mein Nebenjob ist noch auf dem Betrieb, haben wir eine Hypotherapie. Ich mache dort eine Pferdeführerin und Pferdepflegerin. Und sonst, ja, das ist mein Alltag. Ja. Also ich bin gerne im Garten, im Gemüsegarten, im Blumengarten. Und mir ist ja auch sehr wichtig, dass ich das, was ich im Garten abpflanze, auch verwerten und kochen und einmachen. Und das ist mir auch sehr wichtig, weil ich dann weiss, woher das Zeug kommt. Also ich noch gerne kochen, ich tue auch gerne essen. Und ich habe das Gefühl, das ist noch etwas Schönes, wenn man das essen und selbstverständlich und vor allem, wenn man das eigene Sachen kann und eigenen Betrieb machen kann. Das ist sehr wichtig, ja. Ich mache mit bei der Landfrauenküche, weil mich die Geschwister angemeldet haben. Schlitzohren, ja, weil ich hätte nie gedacht, dass ich mitmachen würde. Aber jetzt nachhinein ist es eine coole Sache. Also mein Menü habe ich nicht manchmal ausprobiert, ein- bis zweimal. Und für mich ist die, vor allem die Soße ist für mich, ja, die mache ich fast Woche für Woche und das ist für mich nicht so. Und viele kann man gut, das ist, kann man gut machen. Das Gemüse und die Herdöpfe, ja, das ist bis alltäglich. Und ich kann es nicht so manchmal geben.